Ich bin an dieser Stelle nur da, zu meinem großen Glück, um kurz Hadice Haruna Oelker vorzustellen, die Sie alle sowieso kennen, die nicht zuletzt, nachdem sie, glaube ich, letztes Jahr Schönheit der Differenz veröffentlicht hat und auch sonst, und wir kennen uns nicht so gut, aber deswegen darf ich das an dieser Stelle mal so heimlich sagen, für mich verkörperst du so Frankfurt. Also und wegen dieses kritischen Geistes und des Beharrens auf die Vernunft. Das sind so, da so sehe ich dich immer in der Öffentlichkeit und dann denke ich immer so, yeah, das ist Frankfurt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dich jetzt aus dem Publikum auch zu sehen und zu hören mit deinen drei wunderbaren Gästen, die du uns noch mal mehr vorstellst. Viel Spaß. Ja, das war eine schöne Anmoderation, also hallo Frankfurt. Und ich freue mich total auf dieses Gespräch. Das ist auch ein bisschen eine Herausforderung, weil wir eine Überschrift haben. Wo ich bin, kann ich nicht bleiben. Und ehrlich gesagt ist das ein, und die MacherInnen oder die KuratorInnen dieses Programms haben nicht gewusst, was sie taten oder wie diese Zeit sein wird, wenn wir diese Veranstaltung haben. Aber ich finde, dieser Titel macht etwas. Ich weiß nicht, was er mit Ihnen macht, mit mir macht er ganz viel. Und deswegen wird das ein Gespräch sein, wo wir ein bisschen eintauchen in die Bücher, aber auch die Verbindungslinien suchen in der Frage eben, wo bin ich, kann ich hier bleiben, kann ich nicht bleiben, wo will ich bleiben? Weil der Ort, an dem wir sind, ist relativ. Es kann der Geburtsort sein, an dem man ist, bleiben will oder geht, oder ein Ort der Ankunft, ein selbstgewählter Ort, erzwungenermaßen irgendwo sein, durch die Verortung der Eltern mitgenommen werden, flüchten müssen. Wir fühlen uns an den Orten, wo wir sind, vielleicht verbunden, vielleicht fühlen wir das nicht, vielleicht taten wir es einmal, vielleicht hoffen wir, dass wir es wieder tun können, weil Krieg ist, weil ich mich dort vielleicht nicht willkommen fühle, weil es dort nichts mehr für mich gibt, weil die Klimakrise es unmöglich gemacht hat und mir mein Bleiberecht nimmt, wie es die Philosophin Eva von Redeker nennt. Oder wie Thomas Brach sein bekanntes Gedicht beginnt: Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Und über diese Frage sprechen wir auf persönliche, aber auch literarische Ebene. Und meine Idee war es, dass ich mit allen drei AutorInnen kurz ins Gespräch komme, wir hören und dann gemeinsam sprechen. Und ich beginne mit Nino Haratschwili, 1983 in Georgien geboren. 2003 kam sie nach Deutschland, studierte Filmregie. Heute ist sie preisgekrönte Theaterautorin, Regisseurin und Romanautorin, schreibt Prosatexte und Stücke in deutscher Sprache. Ihr großes Familienepos, Das achte Leben, wurde in 25 Sprachen übersetzt und zum weltweiten Bestseller. Heute lebt sie in Berlin und außerdem ist sie bald Stadtschreiberin in Bergen-Enkheim. Herzlich willkommen. Und ihr Roman, Das mangelnde Licht, fasst an die 830 Seiten. Als ich es geschickt bekommen habe, ich gedacht, wow. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen schon gelesen hat. Sie sollten es lesen. Es ist ein Geschichtsbuch, aber es ist natürlich viel mehr als das. Es ist vor allem gerade jetzt eines, das uns vielleicht auch Dinge noch mal erklärt. Post-sowjetisches Kriegsgrauen in Georgien der 90er Jahre. Vier Freundinnen, die alle beschädigt aus dieser Zeit hervorgehen. Das sind komplexe Wirkmechanismen, die sie darin beschreibt. In einer Gesellschaft, die diese vier Frauen traumatisiert auf unterschiedliche Weise bewegt. Es geht um Eltern, Nachbarn, KollegInnen und, wie sagte sie es, eine verpestete Idylle nach der Unabhängigkeitserklärung 91. Nino, was ist zu Hause, habe ich mich gefragt, zu diesem Buch, aber auch zu dir, denn jemand hat dich mal als Weltenwanderin oder Wanderin zwischen den Kulturen genannt. Darum lass uns mal hier und heute verorten. Was bedeutet für dich zu Hause? Wo bist du gerade und wo wärst du gerne oder auch nicht? Die Suche nach einem Zuhause ist das Zuhause, glaube ich, mittlerweile. Irgendwas zwischen hier und Georgien, zwischen früher und jetzt, zwischen den Sprachen auf jeden Fall.
Und mittlerweile, und ich finde zu Hause, ich glaube, ich habe so im Laufe der Jahre so ein bisschen gelernt, das von so geografischen Orten zu entkoppeln. Für mich sind es Menschen, es sind Orte, es sind Gefühle ganz stark. Es ist ein Zustand von Selbstverständlichkeit. Ich glaube, das ist für mich sehr zu Hause, wo ich mich nicht viel erklären muss, wo ich einfach ohne, wo ich nicht das Gefühl habe, ich müsste mich permanent übersetzen. Ich kann damit viel anfangen. Mai Ayim nannte es mal grenzenlos. Das ist zum Beispiel mein Konzept. Die Grenzenlosigkeit hilft einem. Was bedeutet das für dich, wenn du auf dein Buch blickst, auch diese Verortung zu verarbeiten, die in dir ist? Ich glaube, das jetzt konkret dieses Buch ist halt ein Versuch, mich meiner Vergangenheit oder auch ein Stück meiner Biografie anzunähern, weil, wie du es erwähnt hast, das spielt zu einer sehr krassen Zeit in Georgien, in der ich eben auch aufgewachsen bin. Ich bin zwar jünger als die Figuren in diesem Buch, das heißt, mir war das nicht so bewusst, aber diese Zeit umfasst dann doch 10 Jahre, in dem es sehr chaotisch war, sehr gewaltvoll, sehr eben auch voller Kriege und voller Unsicherheiten, Umwälzungen. Und ich habe erst in Deutschland so realisiert, dass meine Jugend sich halt so sehr arg von denen meiner Freunde hier unterschied. Und sehr lange Zeit wollte ich da nicht groß rumwühlen, weil das ist nicht unbedingt eine schöne Zeit. Die umfasst sehr viele kollektive Erinnerungen für alle Menschen, die damals dort gelebt haben. Die ist buchstäblich auch dunkel, düster, ohne Licht. Und irgendwann gab es aber für mich so einen Punkt, dass ich verstehen wollte, wo ich da eigentlich herkomme und was mich so geprägt hat und wie wir das alles eigentlich überstanden und überlebt haben und wieso ich eigentlich mich damit nicht so bislang, ich bin damit immer sehr so lapidar umgegangen und dann hat man das halt so erwähnt, so ja, es war halt schrecklich, aber irgendwie merkte ich, das ist halt auch irgendwie kein normaler Umgang und obwohl es irgendwie es ist ein fiktives Buch natürlich, aber sehr, sehr viel, was im Hintergrund passiert, ist halt historisch und ist dementsprechend auch real. Und da wollte ich einfach, ich wollte mich auf dieses Jahrzehnt fokussieren, was mich eben dann doch auch sehr, sehr geprägt hat, ich glaube auch in meinem Schreiben. Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Überleitung zum Hören, weil eure roter Faden ist auf jeden Fall die Frage von Verarbeitung. Und gestern Abend, wer dabei war, da ging es auch um Erinnerungskultur und wie wir erinnern und wie wichtig das ist, aufzuarbeiten. Lass uns hören, bitte. Ich spüre ein merkwürdiges Frösteln, als hätte jemand in diesem majestätischen Saal die Fenster aufgerissen und anstelle der warmen Mailuft wäre eine arktische Kälte in den Raum eingedrungen. Ich lege beide Arme um mich, es wird gleich vorbeigehen, es sind bloß Erinnerungen. Die Bilder an den Wänden machen sie lebendig, sie kommen der Gegenwart gefährlich nah. Sie lassen sie verblassen. Ich sollte mich ihnen widersetzen, sollte ihnen Einhalt gebieten, sollte mich in eines der angeregt geführten Gespräche um mich herum verwickeln lassen. Aber stattdessen taucht in mir jenes Bild auf, Sinnbild der damaligen endlosen Kälte, das Bild, das mir das ganze Ausmaß unserer misslichen Lage, unserer Fallhöhe, die ganze Verzweiflung jener prekären, erniedrigenden, aussichtslosen Situation bewusst machte. Es muss kurz nach dem Putsch gewesen sein, kurz bevor der von meiner Großmutter wie ein Halbgott verehrte Präsident aus dem Land floh und die Staatszügel in die Hände der Militärjunta fielen. Im neuen Jahr, nach dem trostlosesten, leisesten Neujahrsfest meines Lebens, das wir ohne meinen Bruder feiern mussten. Wir prosteten uns mit billigem Sekt zu, wünschten uns ein gesundes, frohes Neues, wohl wissend, dass das gerade angebrochene Jahr sehr wenig davon versprach. Um Mitternacht ging ich zu Dina hinunter, auch ihr schloss sich uns an. Wir knabberten an den leckeren Gosinari und gingen dann in den Hof, in der Hoffnung, ein wenig vom Feuerwerk mitzubekommen. Aber als wir vom Hof auf die Straße biegen wollten, öffnete jemand die Fenster und rief uns mit Panik in der Stimme zu, wir sollten schleunigst zurückkommen. Und etwas an der Verzweiflung ließ uns instinktiv gehorchen. Noch im überdachten Gang zum Hof hörten wir Schüsse und irgendwo in der Nähe Fensterglas bersten. Alles in Ordnung, schrie jemand von den Nachbarn. Ja, uns fehlt nichts, sagte ich und merkte, wie meine Knie versagten. Doch trotz der nackten Todesangst in jener Nacht begriff ich unser Ausgeliefertsein in seiner ganzen schwarzen Gesamtheit erst später. Der Anblick des kleinen Mädchens, Tage oder Wochen nach diesem makabren Silvesterfest, markierte einen Punkt, von dem aus jegliche Umkehr undenkbar wurde. Ich würde mich gern an ihren Namen erinnern, denn sie hat mich seitdem begleitet.
traurige Galionsfigur meines Lebens. Statt an ihren Namen erinnere ich mich aber an ihr Gesicht. Dieses Gesicht ist unauslöschlich in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich könnte sie sofort zeichnen, ihre Gesichtszüge und ihre schmächtige Gestalt unverfälscht auf Papier bahnen. Ich erinnere mich an die bunten Polunder, die sie immer trug, und an ihre piepsige Stimme. Ich erinnere mich sogar an den Schafsmantel ihrer Mutter. Sie war eine langjährige Schülerin meiner Großmutter und lernte Deutsch von klein auf. Ether lobte sie über alle Maßen und hielt große Stücke auf sie. Ich fand das Mädchen etwas zu streberhaft und war zuweilen unfreundlich zu ihr. Insgeheim war ich aber eifersüchtig auf sie. Sie schien mir die Idealenkelin für meine Großmutter. Tat sie doch nichts anderes, als Goethe und Schiller zu pauken, und wusste schon mit 8, dass sie Germanistik studieren und nach Jena oder Leipzig gehen wollte, um dort ihren Doktor über Hölderlin zu machen. Trotz ihres Alters war sie äußerst ernst, als wäre sie bereits mit einem bedrückenden Wissen auf die Welt gekommen, das wie eine Last auf ihrem Körper lag. Ich war mir sicher, sie würde auch noch mit 20 oder gar 60 genau denselben Gesichtsausdruck haben. Dieses leicht Erstaunte und zugleich alles Durchschauende, als hätte sie bereits ein ganzes Leben hinter sich. Sie hatte einen sehr aufrechten Gang und eine musterhafte Körperhaltung, als komme sie gerade von einem katholischen Internat. Sie trug streng nach hinten gekämmte Haare, die zu einem akkuraten Zopf geflochten und mit einer Schleife zusammengebunden waren. Flache Schuhe, karierte Röcke und eben jene verschiedenfarbene Polunder, von denen sie zahlreiche zu besitzen schien. Ihre Stimme war dünn und unsicher. Sie traute sich selten, einen anzuschauen, wenn sie mit einem sprach. Und ich machte mir immer einen Spaß daraus, sie noch weiter einzuschüchtern. Ich konnte damals eine ganze Weile nicht zur Akademie, die Vorlesungen fielen aus, weil der Rustaveli-Boulevard unpassierbar war und man den Unterricht wegen den Kampfhandlungen in der Nähe als zu riskant einstufte. Und so beschloss ich, nach Diromi zu fahren, da jemand erzählt hatte, dass es dort am Stadtrand Holz zu kaufen gab. Meine Großmütter versuchten mich davon abzuhalten, aber ich konnte und wollte nicht mehr warten. Ob ich hier friere oder draußen durch die Hand eines Putschisten sterbe, es kommt doch auf das Gleiche hinaus, rief ich etwas heroisch und rannte die Stufen zum Hof hinunter. Levan sollte mich hinfahren. Wo er das Benzin dafür aufgetrieben hatte, wollte ich nicht wissen. Ich war einfach nur dankbar, dass er sich als mein Chauffeur angeboten hatte. Denn die Kälte war schlimm. Die Kälte zersetzte meine Gedanken. Nichts half mehr, keine Decken, keine Socken, keine Wärmflaschen. Und der Blechofen, den mein Vater von irgendwoher angeschleppt hatte, brauchte Holz, das wir nirgends auftreiben konnten, nachdem wir schon alles an Zapfen, alten Parkettstücken und Zeitungsstapeln verbrannt hatten. Die Kälte war der größte Feind, so schien es mir. Er hinderte mich daran zu zeichnen, zu denken, mich lebendig zu fühlen. Meine Hände glichen Krallen und meine Nase war so rot wie die eines Trinkers. Die Kälte war schlimmer als die Dunkelheit, schlimmer als die Panzer, schlimmer als das rationierte Brot, schlimmer als die elenden Fußmärsche. Levand und ich mussten Umwege fahren, aufpassen, dass uns keiner anhielt. Sicher gehen, dass wir vor der Sperrstunde zurück wären, denn danach verwandelte sich die Stadt in einen Menschenfresser. Im Auto nahm er meine Hand in seine und so fuhren wir stumm durch den elektrisch geladenen Nachmittag. Nachdem wir uns durch den Dschungel aus Plattenbauten geschlagen hatten, fanden wir in einem Innenhof tatsächlich einen Laster, von dem aus Holz angeboten wurde und vor der sich eine Schlange gebildet hatte. Wir stellten uns an. Die ganze Zeit ließ er meine Hand nicht los. Und ich dachte in jenem Moment, dass ich mich daran gewöhnen könnte. Als wir endlich dran waren, gab ich dem Händler alles Geld, was ich hatte, und bekam dafür ein paar Kilo Holz, die für eine Weile reichen mussten. Schaut mal, was ich mitgebracht habe. Stolz und überglücklich stürmte ich in die Wohnung, aber keiner gab Antwort. Ich hörte im Bad das Wasser rauschen. Es musste einer der Großmütter sein. Die Loggia war leer, auch mein Vater war noch nicht zurück. Er traf sich seit einigen Wochen mit seinen Mitarbeitern in der nahegelegenen Wohnung eines Kollegen, da auch der Weg zur Akademie der Wissenschaften unpassierbar war. Ich marschierte ins Zimmer der Babudas, unterwegs den Mantel ablegend, und da sah ich sie. Manchmal, in seltenen Augenblicken meines Erwachsenenlebens, wenn mich Reue wie ein gefressiges, kleines Tierchen befällt und mich dazu zwingt, zu bedauern, selbst nichts erschaffen, das Zeichnen, das Festhalten der Welt aufgegeben zu haben, kommt mir dieses Bild in den Sinn. Und ich trauere der verpassten Gelegenheit nach, es nicht zumindest als Skizze auf einem Blatt Papier eingefangen zu haben. Und hätte ich es damals getan, dann hätte ich mir einen gewissen Pathos erlaubt und das Bild mit georgische Madonna ohne Kind betitelt. Wie eine anbetungswürdige Ikone saß das Mädchen mit ihrem adretten Zopf, mit ernstem Gesicht und aufrechter Haltung in der Mitte des Wohnzimmers. Nur dass an der Stelle, wo sie sonst mit Babuda eins am Tisch lernte, jetzt eine Leiter stand, auf deren oberster Stufe sie Platz genommen hatte.
als wäre sie ein goldener Thron in einem verzauberten Reich. Sie trug nicht wie gewohnt einen farbenfrohen Polunder, sondern den abgenutzten Schneeanzug meines Bruders, in den er an frostigen Tagen als Kind gesteckt worden war. So saß sie da, auf dem Schoß ein zerfleddertes Buch, und war so sehr in die Lektüre vertieft, dass sie mein Kommen nicht einmal registrierte. Diese Idee musste von meinem Vater stammen, daran bestand kein Zweifel. Wahrscheinlich hatte er Mitleid mit der fleißigen Schülerin seiner Mutter bekommen und daraufhin beschlossen, ihr auf seine krude, wissenschaftliche Art zu helfen. Während ich da stand und sie völlig fasziniert betrachtete, hatte ich seine Stimme im Ohr. Wie lautet der zweite Hauptsatz der Thermodynamik? Wussten Sie, dass es möglich ist, mechanische, chemische oder elektrische Energie vollständig in Wärmeenergie umzuwandeln? Bestimmt hatte er vor dem Mädchen gestanden, wie von imaginären Publikum, und mit weit aufgerissenen Augen doziert, dass warme Luft aufsteigt, weil ihre Dichte geringer ist als die kalte Luft. Und etwas an dieser Vorstellung ließ mein Herz sich zusammenziehen. Denn vielleicht war es die edelste und sinnvollste Tat seiner wissenschaftlichen Karriere, das Mädchen in das wärmste Kleidungsstück zu stecken, das er finden konnte, es eine Leiter hinaufsteigen zu lassen und es so vor der gnadenlosen Kälte zu schützen, damit es weiterhin jene Verse studieren konnte, die seinem jungen, unbarmherzigen Leben womöglich den einzigen Sinn, die einzige Schönheit stifteten. Irgendwas an diesem Anblick, an diesem Gedanken war, nein, ist unerträglich rührend. Ich hielt die Holzscheiter in meine Brust gedrückt wie ein Baby und kämpfte gegen meine Tränen an. Da bemerkte sie mich und sah gedankenverloren von ihrem Buch auf. »Oh, tut mir leid, ich habe dich nicht reinkommen hören«, stammelte sie und wurde sofort rot. Es war eine merkwürdige Situation, sie auf ihrem Thron und ich zu ihren Füßen, Holz umklammernd. »Schon in Ordnung, alles gut«, sagte ich und schluckte die ganze Bitterkeit hinunter, die mich befiel. Die Bitterkeit über die Freiheit, die nichts als Kälte gebracht hatte, und das bisschen Holz, das bald verkohlt sein würde, dass ich einen Jungen liebte, der sich nie erlauben würde, meine Hand in aller Öffentlichkeit in seine zu nehmen. Und so stand ich da vor der kleinen Göttin, der mein Vater einen Thron errichtet hatte, und war wie gelähmt. Wir hatten unsere Zukunft verspielt, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Wir hatten sie, diese kleine Maria, um ihre Zukunft betrogen. Wir alle logen sie an. Wir ließen sie Hölderlin pauken, während wir Granaten abwarfen, alle Schönheit in Brand setzten, während die, die uns beschützen sollten, uns ausnahmen. Ich schämte mich, ich ertrug es nicht, ihrem so offen fragenden Blick ausgesetzt zu sein. Wie gerne würde ich glauben, dass sie Ethas sehnlichsten Wunsch erfüllt hat und eine führende Germanistin geworden ist, mit 2 Doktortiteln und einer Professur an der staatlichen Universität und nun andere für Hölderlin begeistert. Wie gern würde ich glauben, dass ihr das Leben nicht dazwischen gekommen ist. Ja, eine Rückfrage noch, bevor wir sozusagen weiter wandern. Du hast vorhin gesagt, dass du in dieser Zeit aufgewachsen bist, jünger warst als deine ProtagonistInnen. In dieser also wenn wir die Reise machen ins Heute, hilft uns dieses Buch, eine Verbindungslinie zu heute zu stellen. Gleichzeitig sind wir in Situationen des Krieges. Es ist eine altgestellte Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Was macht die Erfahrung des Krieges mit Menschen aus deiner Sicht, deinen ProtagonistInnen und vielleicht vor der Kulisse unserer Migrationsgesellschaft hier, die sich in Auflösungsprozessen alter illusionärer Vorstellungen von diese Kriege könnten uns nicht berühren steht? Wow. Ja, das ist eine große Frage. Ich habe was mit euch vor. Ja, das ist natürlich ein hochkomplexes Thema und ich meine, da könnte man stundenlang drüber diskutieren und reden. Ich kann, glaube ich, dem nichts Originelleres hinzufügen, erstmal auf so einer oberflächlichen Ebene. Natürlich traumatisiert sie Menschen auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Auch Verdrängen gehört dazu. Oder zum Beispiel, was ich eben beschrieben habe, dass also einer meiner prägendsten Erfahrungen und wie ich überhaupt irgendwie auf die Idee kam oder wie mir das in den Sinn kam, dass ich dachte, okay, ich muss mich mal anfangen, damit zu befassen, war, es gab vor ein paar Jahren, es gibt einen wunderbaren georgischen Film, das heißt Die langen hellen Tagen von einer georgischen Kollegin von mir, Nana Ektümischwili, und sie hat über diese Zeit eben einen Film gedreht, über 2 Teenager, die in dieser Zeit da irgendwie leben. Und ich weiß, dass ich diese Filmpremiere gesehen hatte in Hamburg und wir waren eine Gruppe von ganz, und da waren eben ganz viele aus Georgien, so ungefähr meine Generation, teilweise auch ein bisschen älter, und wir kannten uns aber alle nicht. Und das war so ein lauer Sommerabend und wir sind danach rausgegangen in den Hof
Und da gab es halt irgendwie einen großen Tisch und da waren natürlich auch Leute von, das war innerhalb von einem Festival und da waren auch sehr viele andere Gäste und eben auch Organisatoren. Und wir haben uns da alle um diesen Tisch gruppiert, alle haben irgendwie Wein getrunken, das war sehr nett. Und irgendwie fing dann an, im Zuge dieses Films, fingen alle an, ihre Geschichten zu erzählen oder die Erinnerungen an diese Zeit. Ich war ein bisschen in so einer Beobachterrolle und irgendwann fiel mir halt Folgendes auf, dass einfach wirklich die ganze Zeit, das war so, wurdest du irgendwie auch ausgeraubt? Ja, wurdest du auch überfallen? Ist bei dir auch jemand eingebrochen? Oh, wurdest du vergewaltigt? Hast du auch irgendwie Panzer gesehen? Aber alles in so einem super heiteren Ha-ha-ha-Ton. Und ich merkte, und vor allem für mich, und da merkte ich diese Diskrepanz, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen wäre, wie makaber das jetzt eigentlich ist, in so einem lustigen, pseudo-heiteren Ton darüber zu reden, hätte ich nicht diese Organisatoren und die Gesichter der anderen gesehen, die immer stiller wurden und immer irgendwie überhaupt nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten, weil diese Diskrepanz zwischen der Art, wie es erzählt wurde und was erzählt wurde, war so derartig irgendwie, also das klaffte so auseinander. Und da merkte ich so, und ich habe mir diese Frage auch gestellt, warum reden die alle jetzt so? Und ich auch, wahrscheinlich, ich habe ja nicht so viel erzählt, aber hätte ich auch so geredet. Weil ich glaube, zum einen, es ist natürlich irgendwie eine Form von diese Freude über das Überleben. Man hat das irgendwie geschafft, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir safe und dann kann man halt drüber reden. Und zum anderen aber glaube ich, weil es eben die Jugend war dieser Menschen. Die waren ja alle damals in diesem Alter, wo das Leben losgeht und wo sie voller Träume und Energie und Hoffnung sind. Und ich glaube, dass, weil man nun mal nur ein Leben hat und dann trotzdem sich das irgendwie nicht nehmen wollte. Zurück zu dem Eigentlichen, ich habe jetzt ein bisschen ausgeufert, wie gesagt, man kann sehr lange drüber reden, aber auch diese Form, also wie darüber geredet wurde, machte mir klar, dass das natürlich alles irgendwie totale Traumas sind, die man irgendwie, ja, also man kommt da irgendwie klar und lebt weiter, aber da ist mir zum ersten Mal so für mich persönlich klar geworden, okay, ich würde gern da irgendwie durch diese Tür rein und mich halt dem stellen, aber das traumatisiert und das traumatisiert über Generationen und das macht einfach nur, ja, also es ist super banal, ich sag jetzt so auf einer Kalenderspruchebene, aber nichts Gutes natürlich, nur lauter schreckliche Sachen, die man leider aber auch weiter vererbt. Danke, Nino. Im Endeffekt, das Bild, das du gerade gezeichnet hast, diese Kulisse zwischen dem Publikum, das in totaler Irritation ist und die anderen verstehen und finden Formen, die sie wiederum nur verstehen. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Bild für das der Migrationsgesellschaft, in der diese verschiedenen Sprachen mit den verschiedenen biografischen Vorerfahrungen sich abbilden und viele einander nicht verstehen. Und das ist für mich auch gerade die Brücke zu dir. Denn nach dieser Frage sozusagen, wie unsere Migrationsgesellschaft verstehen und wer sind die Menschen derer, die gekommen sind, die ihre Kinder hier geboren haben, in diesem Feld bewegst du dich. Wie stelle ich dich vor? 1986 als Kind in der Ankündigung, ich finde das auch so interessant, deswegen stocke ich gerade, indischer Migranten in der Schweiz geboren. Ich habe viel mehr Gedanken darüber gemacht, wie ich euch alle national verorte und dann dachte ich, naja, wir sprechen hier viel über die Orte, wo man kommt und geht, deswegen tue ich das. Also, du bist sozusagen Second Generation, hast Geschichte, Medien- und Literaturwissenschaft studiert, arbeitest als Autor, Theaterschaffender und Musiker, entwickelst in Kollaboration Konzepte und Texte für Audioformate und Performances, schreibst Prosa und Lyrik, für die du mehrfach ausgezeichnet wurdest und lebst in Berlin. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Nimm die Alpen weg. Als es bei mir zu Hause im Briefkasten lag, war ich erst so, dieser Titel. Genau, das hat natürlich damit zu tun, dass wir hier keine Berge haben und Ähnliches. Und es eröffnet sich in diesem Buch auch nochmal eine andere Migrationsgesellschaft. Knapp 130 Seiten, ein poetischer Kurzsatzstil, wir werden ihn gleich hören, eines Geschwisterpaares, das im Wir spricht, also in einem Ich im Wir, also symbiotisch. Und mit krassen Sätzen, sowas wie im Sommer beißen unsere Augen, beginnt der erste Satz in deinem Buch.
Es ist eine Welt, die wir, also wir, man saugt dieses Buch auf, es erschließt sich dieses Leben über jede Seite, die man liest. Diese zwei Geschwister verhandeln mit ihren Eltern klassische Fragen von Integration, Assimilation, Ankommen in der Schweiz, wie sich anpassen, sich selbst übergehen, Schmerz, wo das nicht funktioniert. Du hast mal gesagt in einem Interview, Integration ist immer gewaltvoll. Und jetzt sind wir sozusagen beim Ankommen, beim, und ich möchte dich gerne fragen, für wen ist dieses Integration, für wen ist die gewaltvoll? Für die, die ankommen oder für die Nachkommen, für alle beide? Ja, vielen Dank für die Frage. Guten Tag. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast gesagt, ich bin die zweite Generation und in der Schweiz gibt es tatsächlich einen eingebürgerten Begriff dafür, Secondo. Genau. Second Generation Secondo. Ist kanadisch. Genau, also ja. Second Generation ja, ja. Mag ich lieber, weil da bin ich wenigstens Secondo. Noch... Secondo. Genau, also da bin ich ja nur Zweiter. Also ich bin quasi einfach nur Zweitplatzierter. Und das stimmt wahrscheinlich auch, weil meine Eltern ja im Grunde genommen als Erste und als Erstplatzierte in dieser Genealogie der Generation migriert sind. Nicht unter den Vorzeichen des Krieges, sondern unter den Vorzeichen der wirtschaftlichen Bedingungen in Indien, was zum Beispiel ganz andere Voraussetzungen sind als bei anderen Menschen. Ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen, nicht in Indien geboren, nochmal eine andere Voraussetzung. Und unter all diesen Vorzeichen versuche ich eigentlich mein Ankommen, egal wo es ist, ich lebe seit 10 Jahren in Deutschland, zu verhandeln. Gestern bin ich in Frankfurt angekommen, dieses Jahr bin ich ein bisschen gereist mit dem Buch und in unterschiedlichsten Städten angekommen und habe mich aber immer wieder gefragt, ob es ein wirkliches Ankommen ist oder nicht einfach nur ein Betreten dieses Ortes als eine Art von Gast und darauf hoffen, dass es einen Stuhl gibt an einem Tisch auf eine Art und den gibt es auch meistens. Und das ist ein bisschen kitschig, aber ich glaube, es ist eine Art von Hoffnung, die ich habe, damit ich etwas Ähnliches empfinden kann, wie Nino das gerade geschildert hat, und zwar, dass ich diesen Begriff der Heimat oder des Ankommens oder der Zugehörigkeit im Grunde genommen immer einfach nur verhandeln will. Und das ist das Einzige, was ich tun will. Und was ich willst verhandeln? Ja, für mich zumindest. Mhm. Und ich glaube, das ist das Einzige, was produktiv ist, ohne deterministisch zu werden, ohne in vielleicht sogar nationalistischen Gebaren sich irgendwie zu verharren auf eine Art. Und ich glaube, diese Kinder in diesem Buch, die sind sich all dessen zum Glück nicht bewusst. Und sie erzählen eigentlich aus einer ganz anderen Haltung, und zwar aus der Haltung, dass sie auf eine Art in dieser Welt, in der sie leben, wahrscheinlich in der Schweiz, dass sie in diese Welt geworfen wurden und jetzt irgendwie damit umgehen müssen, vor allem sprachlich. Und heute bin ich über diesen Markt spaziert, unweigerlich. Und kaum bin ich raus, habe ich was aufgeschnappt, weil es dann leiser wurde. Und zwei Menschen sind an mir vorbei. Und eine Person hat gesagt, weißt du, mir gehört an mir kein Flecken Haut. Und das hat mich sehr bestürzt, weil ich an diese Kinder denken musste in diesem Buch. Ich glaube, auch ihnen geht es so, dass sie merken, dass ihnen kein Flecken ihrer eigenen Haut gehört, sondern dass auf diese Haut zugegriffen wird, also auf die äußerste, auf die poröseste Schicht ihres Körpers, und dass diese Schicht beschrieben wird, wörtlich und auch im übertragenen Sinne. Und ich glaube, dagegen versuchen sich diese Kinder zu wehren. Wow. bewegt mich stark, weil ich natürlich auch so mit Überspitzungen ja gearbeitet habe, Second Generation, ich auch zweite Generation. Das Sichtbare beschreibst du gerade sozusagen, dass immer in einer Verhandlung von Ankommen auch eine Rolle spielt, wenn ich dich richtig verstehe. Also dieses Ankommen kann nie versteckt werden. Vielleicht ist es deswegen ein Verhandeln, weil man sich in bestimmten Lesarten von Migrationsgesellschaft als schwarz gelesene Person, Person of Color, schwarz, wie auch immer man sich, brown, wie man sich bezeichnet, immer verorten muss, immer gezwungen ist zu verhandeln? Ja, es gibt ja diesen, also es gibt den Begriff des Otherings, den habe ich, ich wünschte, ich hätte den gekannt, als ich ein jugendlicher Mensch war. Ich wusste nicht per se, dass ich anders bin. Ich habe es erst gemerkt, als ich hätte es früher merken sollen eigentlich, aber ich habe es verdrängt, ich habe es verschoben in meinem Kopf, ich habe es ignoriert, weil ich ja dazugehören wollte. Und meine Eltern
hatten das Privileg und auch ich, christlich zu sein. Also wir sind mit der christlichen Religion aus Südindien, meine Eltern, in die Schweiz migriert. Das heißt, die Anpassungsschwierigkeiten, also denen waren schon eine Hürde genommen quasi. Und das heißt, die Behauptung, dass ich dazugehörte, war viel einfacher, weil ich ohnehin vielleicht auch bibelfest war und so weiter und so fort. Das heißt, meine Hautfarbe war vielleicht anders, aber ich kannte ja im Grunde genommen die Kultur, die christliche Kultur sozusagen in der Schweiz. Und also so die Annahme. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, woher eigentlich meine Differenzgefühle sozusagen kommen. Die, genau. Und das war viel Arbeit auch, das mir bewusst zu machen eigentlich. Und ich glaube, dass es jetzt wertvoll ist zu verstehen, dass, ja, dass diese Differenz besteht, aber dass sie nicht nur aus negativen Gefühlen bestehen muss. Und das ist der rote Faden. Jetzt hören wir deine Geschwister, die du mit Nino hast, dieses Verarbeiten in Textform von Erlebtem oder von dem, was man nochmal durchleben möchte. Hören wir mal die Geschwister. Am Wochenende fahren wir zur Abfalldeponie und stecken unsere Freunde mit einem Gähnen an. Sie sitzen am Straßenrand und verkaufen Eistee. Sie haben ihn selbst gemacht. Dann spielen wir auf der Abfalldeponie im Karton und das Leben tut so, als wäre es ein Paradies. Wir zerkratzen Aluminium. Wir zerquetschen PET-Flaschen, die wir zwischen das Hinterrad und den Velorahmen klemmen. Wir klappern uns ab. Wir fahren an der Kirche vorbei. An Sonntagen klingen unsere Velos nicht wie Geschwister, sondern wie Vögel im Tiefflug, nicht wahr? Ja, sagen wir. An Sonntagen haben wir uns nichts zu sagen. Eltern? Eltern sind erst zwei Götter, bevor sie irgendwann zu einer Gottheit werden. Mit vier Armen statt zwei und zwei Köpfen statt einem hören sie hin, egal ob man Ma oder Pa ruft. Sie fragen gleichzeitig, antworten gleichzeitig, schlagen, atmen und sterben gleichzeitig, bei der Arbeit, bei der Arbeit, bei der Arbeit. Ihr sollt die Musik leiser drehen, eure Mutter versucht zu schlafen. Wenn der Bambus kommt, schlag im Traum nicht zurück, auch wenn der Stock dein Gesicht trifft. Wir drehen die Musik leiser. Die Striemen sind Kondensstreifen in einem längst vergangenen Himmel. Strich, Strich, Strich. Draußen ist jetzt Herbst und drinnen sind Windpocken. Wir kratzen uns gegenseitig. Dann stehen wir auf und gehen zum Arzt. Seine Praxis ist beim Bahnhof. Ma kommt mit. Ihre Augenringe sind wie das Innere eines alten Baumes, nur ohne Farbe. Mit euch ist alles in Ordnung, sagt der Arzt, und wir bedecken unsere Kratzer mit den Schals von Ma. Sie sind aus schwerem Stoff und riechen nach Pflaumen. Genau wie Mars Hinterkopf. Wir tragen Grübchen im Gesicht. Wir haben sie von Ma geschenkt bekommen, und wenn man uns gefragt hätte, ob wir uns an unsere Zeit erinnern, hätten wir gesagt nein. Außer an unsere Mondgesichter erinnern wir uns an nichts. Wir warten im Schnee und singen Lieder, die von Bergen erzählen. Wir fahren mit dem Schlitten gegen einen Baum. Wir lachen und hauchen in unsere Hände. Unsere Hände sind keine Teller. Unsere Hände sind Hüllen und wir stecken sie uns in die Taschen. Unsere Knöchel drücken durch den Stoff. Sie sind weiß, wie die Scham in unseren Mundwinkeln. Macht mich zu eurem Wasser, sagt der Schnee. Wir lassen ihn walten. Wir sitzen mit gefalteten Händen im Keller. Im Winter ist es dort kalt. Ma und Pa stehen vor einem Spiegel. Sie haben zwei Köpfe und ein Handtuch, das ihnen über die nackten Schultern hängt. Ihre Haare sind nass. Sie sind weiß am Scheitel und weiß an den Schläfen. Wir verstehen, dass jeder Teil von uns auch ein Teil für sich selbst ist. Und dann denken wir, Ma und Pa werden uns verstreuen, wie man es macht mit alter Asche, nicht wahr? Pa tunkt den schwarzen Pinsel in einen Eimer und fährt über seinen Kopf. Ma tut es ihm nach, ihr schulterlanges Haar.
Beide verzieren die weißen Stellen und verstecken sie zur Nacht. Wir denken, sie trinken nicht und rauchen nicht. Ihre Gesichter sind faltenlos, ihr Haar ist poliert. Sie sagen, Stress, Stress, Stress. Euretwegen. Alles. Für euch. Dann macht uns Paar Spaghetti mit roter Soße. Das ist kein Blut, denken wir. Und schmatzen, wie Schweine. Wir fahren mit dem Velo zur letzten Telefonzelle, um Gespräch zu spielen. Das Telefonbuch hängt jetzt an einem Faden. Wir feuchten unsere Finger an, wir blättern weiter. Wir blättern, aber es gibt keinen Namen. Wir blättern im Alphabet, aber die Buchstaben sind leer. Ma und Pa sprechen immer ihre Sprache und wir unsere, und so könnten wir sagen, wir wollen lieb sein. Und sie würden sagen, liebt euch, wie ihr eure Eltern liebt. Und wir würden sagen, so meinen wir das nicht. Und Ma und Pa würden sich ausziehen und schlafen gehen. Deswegen rufen wir sie nicht bei ihrem Namen. Deswegen sagen wir nicht Lovely zu Ma und nicht Joy zu Pa. Es gibt keine Namen für Ma und Pa. Es gibt nur Kinder. Es gibt nur unsere Kinder, für die wir leben, sagt Ma. Und deswegen fahren wir uns ewig durchs Haar. Einmal kannte ich einen Mann, der am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit kam, sagt Pa in seiner Sprache. Wir fragen warum und Pa legt den Finger auf seine Lippen. Wer fragt, der stirbt, sagt er und schubst uns aus der Küche. Das Land, in dem wir leben, kennt den Krieg nur von Weitem. Das Land, in dessen Sprache Ma und Pa beten, kennt den Krieg von allen Seiten. Später müssen wir still sein. Ma muss arbeiten in der Nacht, Ma muss schlafen am Tag. Sie liegt auf einem Kissen, wie wir in der Rutsche im Freibad liegen. In ihrer Kommode schlafen Medikamente, Bandagen und Nadeln, die eingepackt sind in durchsichtiges Plastik. Wir fassen die Nadeln nie an. Ma liest uns unsere Wünsche von den Lippen ab. Sie reibt einen Topf mit Knoblauch ein, schneidet Brot in Würfel und schmilzt Käse im Topf. Wir tunken das Brot in Käse und ziehen Fäden. Der Käse verklebt uns den Mund. Wir sprechen nicht in der Sprache der Schlangen. Wir machen unseren Mund zu einem Tunnel, in den Ma ihre Luft bläst. Pa sitzt am Tisch und ordnet seine Würfel auf dem Teller. Er macht aus den Würfeln ein Kreuz und übergießt es mit Käse. Pa, du machst alles falsch, rufen wir, während Ma ein Räucherstäbchen anzündet, damit unsere Wohnung weniger nach Käse stinkt. Wir öffnen die Fenster. Das Räucherstäbchen geht aus. Ihr macht alles falsch, sagt Pa, ohne seinen Mund zu bewegen. Wir lesen ihm den Wunsch von den Lippen ab. Woher kommt ihr? Fragen unsere Freunde in der Schule. Sie wissen nicht, dass das Staunen keinen Ort besitzt. Woher kommt ihr? Fragt der Mann mit dem Audi, fragt uns das Telefonbuch. Woher? Fragen sogar Ma und Pa, wenn wir zurückkommen von der Telefonzelle. Wir können das Woher nicht beschreiben, nur was es umgibt. Wir spielen Radio. Aufnahme. Das Woher ist umgeben vom Wasser an der Küste. Es ist nicht umgeben von Palmen, nicht umgeben von Farben, nicht umgeben von Elefanten oder von Details. Das Woher ist umgeben vom Wasser an der Küste und es ist voll mit Plastik und mit Dreck. Stopp. Ma fragt, woher ihr kommt, habe ich gefragt. Wir kommen von zu Hause und meinen unser Zimmer mit dem Bett, das bis zur Decke geht, meinen unsere Velos und die Mikrowelle. Wir meinen die Milch in den Zahnlücken und unser Radio, mit dem wir unsere Angst aufnehmen. Wir meinen das Haar und unsere Nägel und wir meinen dich, Ma, die tagsüber schläft und Pa, der rote Soße kocht. Wir meinen euch beide, wie ihr betet, für uns. All das meinen wir. Aber wir meinen nicht das, was uns umgibt. Es berührt uns nicht. Ma und Pa haben eine Freundin. Sie spricht die Sprache von Ma und Pa. In der Sprache von Ma und Pa heißt die Freundin Friede. Sie kommt mit uns in den Laden und jagt die Lebensmittel mit den roten Punkten. Wir kriegen eine Scheibe Leona, weil wir betteln. Die Frau hinter dem Fleisch sagt, dass wir herzig sind und füttert uns nochmal. Unsere Lebensmittel machen an der Kasse ein Geräusch, genau wie Friedes Mund ein Geräusch macht. Sie macht ein Maschinengewehr.
Sie sagen, sie kommen aus dem Krieg, sagt Friede. Sie sagen, alles wurde ihnen genommen, sagen sie, aber alles nehmen sie uns, sagt Friede und schießt mit dem Finger auf eine Frau, die aus dem Krieg kommt. Abends falten Ma und Pa ihre Hände und beten. Kinder, sagt Ma, denkt ihr daran, dass ihr eine Mutter habt, für immer. Wir stehen uns gegenüber. Kinder, der Name für uns beide. Es ist Sonntag. Noch zwei Seiten, dann haben Sie es geschafft. Es ist Sonntag. Die Abfalldeponie hat geschlossen. Wir schauen einen Film im Wohnzimmer. Das Sofa ist eigentlich grün. Wegen uns ist es aus Plastik. Wir schlagen unsere Beine übereinander und Pa drückt Play. In dem Film gibt es nur Männer. Sie tanzen nicht auf den Bergen, auf denen wir schlitteln. Sie singen nicht auf den Bergen, auf denen wir lachen. Sie sind auf einer Insel, in einem Gefängnis und liegen mit dem Bauch im Sand. Dann kommt eine Hand mit einem Bügeleisen. Die Hand, wir halten uns an den Augen. Die Hand drückt das Bügeleisen auf die Haut, wie Pa das Bügeleisen auf seine Hemden drückt. Pas Hemden haben keine Haut. Nur wir haben eine Haut. Die Männer schreien. Wir schreien nach Ma und Pa in ihrer Sprache. Ihre Sprache liegt im Sand. Pa hört uns nicht in der Küche. Wir haben jetzt einen Dampfabzug. Pa putzt das Fleisch. Wir essen es mit den Händen. Okay, jetzt noch zwei Seiten. Kein Druck, das war so enthusiastisch. Wir glauben, dass wir immer dieselben sind. Egal, wo wir stehen. Wir glauben, dass Ma und Pa uns nie machen lassen, sondern immer wieder hochziehen, wie die Dinge im Garten, der nicht Ma und Pa gehört. Ma und Pa haben uns hochgezogen wie Gurken und Tomaten und wenn die Schnecken kommen, steinigt Pa sie mit dem Salz. Wollen wir Schnecken essen? In Frankreich isst man Schnecken, rufen wir, und jagen einen Schmetterling. Pa schweigt und schüttelt den Kopf. Wir sind hier nicht in Frankreich. Wir hören nur, wir sind hier nicht. Der Schweiß läuft Pa über die Stirn, erwischt ihn weg mit dem Unterarm. Pa sagt, steht nicht so rum und helf gefälligst. Wir helfen. Es ist wieder Frühling. Und unsere Augen sind innen so weiß wie das Pulver, das sich Pa auf den Nacken klopft, wenn er schwitzt. Pa hat keine Haare am Nacken. Pa hat Haare am Rücken. Pa ist kein Bär. Wir stehen auf und stellen die Mikrowelle auf 1. Wir stellen die Milch in die Mikrowelle, bis die Haut auf der Milch verbrennt. So lange sagen wir uns. Wir wollen, dass die Haut auf der Milch verbrennt. Wir wollen, dass die Milch auf der Haut verbrennt. Sie brennt. In der Schule sagen unsere Freunde, dass Mikrowellen ungesund sind. Von unseren Freunden hat niemand eine Mikrowelle. Niemand hat morgens keine Ma und keinen Pa. Niemand hat morgens keine Zeit. Niemand außer uns will Milch als Haut. Vielen Dank. Haben Sie es gespürt? Also was ich gespürt habe, als ich es gelesen habe, dachte ich, ich würde dich gerne hören. Und jetzt konnte man, also das ist nochmal etwas ganz anderes, es von dir gelesen zu bekommen. Weil sich ja über Identität und Zugehörigkeit so oft ganz viele Sprachen sprechen lässt. Und die einen sich mehr oder weniger abgeholt fühlen oder ihre eigenes hineininterpretieren. Du hast einen Dreisatz gehabt. Der hat mich sehr bewegt. Wir saugen an unseren Nägeln. Sie sind gezackt wie eine Säge. Wir essen unser Knirschen. Das war meins. Und ich glaube, jeder könnte seins drin finden. Und wir hatten bei Nino, du hattest von Verarbeiten gesprochen. Ist diese Form der Sprache, wie würdest du sie beschreiben? Wie verarbeitest du mit dieser Sprache? Wie hast du sie gefunden? Es ist ja eine sehr verdichtete, reduzierte Sprache im Grunde genommen und Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, dass zwischen diesen einzelnen Szenen oder Bildern
eine Pause ist. Diese Pause ist intendiert im Text, auch durch die Zeilenbrüche, durch das Weiß, das durchschimmert durch die Zeilen eigentlich. Ich glaube, ich habe davor einen anderen Text versucht zu schreiben, vielleicht einen Laufprosa-Text. Und es ist mir nicht gelungen, auf die Art über Kindheit zu erzählen, wie ich mir das vorgestellt hatte, oder über eine Schweizer Kindheit vielleicht sogar zu erzählen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich glaube, diese Form hat, vor allem dieses Wir, hat eigentlich sehr früh angefangen, zu mir zu sprechen, weil ich im Grunde genommen diese Kinder nur in meinem Kopf gehört habe. Und jetzt, wenn ich es lese, höre ich ja nur meine eigene Stimme im Grunde genommen. Aber ich weiß nicht, wie diese Kinder sich artikulieren. Ich weiß nicht, wo ihre Körper beginnen und wo die Ränder ihrer Körper sind, wo ihr Kiefer beginnt, wo ihre Zunge beginnt, wo ihre Augen sitzen. Ich weiß es im Grunde genommen nicht. Ich kenne nur die Richtung ihres Sprechens, und das ist die Richtung, die dieser Text hat. Warum zwei Geschwister? Das habe ich mich auch gefragt. Ja, ich bin mittlerweile nicht mehr sicher, ob es zwei sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, genau, es könnte auch genauso gut so ein Heer von Geschwistern sein, tatsächlich. Obwohl im Verlauf des Textes so eine Art Zellspaltung ja vonstatten geht und dieses, wie er sich so ein bisschen aufteilt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das eigentlich mehrere Stimmen sind, die gleichzeitig versuchen zu sprechen und simultan sich zu vergewissern, dass sie existieren. Dass die Stimme, die sie sprechen, gehört wird und aufgenommen wird und verarbeitet wird. Sie sind sich aber, ich glaube, nicht sicher. Das Motiv von Krieg haben wir eben auch in deiner Textstelle gehört. Das Motiv von Krieg ist in Ninos Buch natürlich prägend und präsent. Das Motiv von Krieg ist auch bei dir, Fiston Mwanza Mujila. Sprache ist auch eins, das ist der Faden zwischen euch beiden. Ich habe so versucht, so zu schauen, weil es so unterschiedliche Tonalitäten, Kontexte, Welten, Orte sind, wie ich sie zusammenbringe. Ich stelle auch dich erst einmal vor. 1981 in der Demokratischen Republik Kongo geboren, ab 2007 Studienaufenthalte in Belgien und in Frankreich. Du bist preisgekrönter Autor, lehrst afrikanische Literatur, bist Vermittler von und Herausgeber der Literatur der afrikanischen Diaspora und publizierst vorwiegend, am liebsten auf Französisch und lebst mit Unterbrechungen in Graz. Dort warst du auch einmal Stadtschreiber. Das teilt ihr jetzt wiederum. Ich suche Verbindungslinien. Das warst du 2009. Du hast einen Roman, der heißt, der neueste, Tanz der Teufel. Wir werden heute nicht daraus hören. Sie müssen den kaufen und lesen. Wir werden sprechen, aber ich werde trotzdem kurz über ihn erzählen. Es ist auch aus dem Grund, weil wir hören auch in den Texten darüber. Es geht um die Region Kongo und es geht um deine Verbindungen zwischen Graz und Kongo. Eigentlich in vielen deiner Texte verhandelst du Graz und Kongo, wo man erstmal denken würde, das ist aber doch weit voneinander entfernt. Ist es auch. Du redest über ein Kongo 1910 von den belgischen Kolonialherren gegründet, Kriegsschauplatz vom kongolesischen Bürgerkrieg. Es ist eine Minenstadt, in der dieser Roman spielt. Dort sind Mujilas Eltern her, aus einer Diamantenstadt, in der auch du geboren bist. Also auch hier haben wir wieder die biografische Verbindung zu dem Text, zu der Geschichte, dem Blick zurück. Und ich habe über dich in einem Interview gelesen, dass du gerne die Welt bereist und dich in der Ferne anders verortest. Und jetzt sind wir wieder bei diesen Verortungen, dass du dich dort zum Beispiel als Grazer Schriftsteller vorstellst und dein Leben im deutschsprachigen Raum auch sehr stark reflektierst in deinem Schreiben. Und deswegen möchte ich dich gerne als erste Frage fragen, wie verortest du dich denn unter dieser Frage, wo ich bin? Kann ich nicht bleiben? Kann ich bleiben? Will ich bleiben? Kannst du an einem Ort bleiben? Also Mbote ist auf Lingala, Jambo auf Swahili und Malukai auf Chiluba. Ich spreche drei afrikanische Sprachen und Deutsch ist die sechste Sprache, die ich gelernt habe. Seit über 10 Jahren. Ich spreche kein Hochdeutsch. Ich spreche vielleicht Steirisch. Ja, also
für mich ist es einfach eine gute Frage, weil ich nach Europa gekommen bin, als ich über 20 war. Und deshalb, es bleibt in mir immer etwas Afrikanisches. Und ja, also als ich nach Europa gekommen bin, habe ich voll Angst zu sterben. Einfach weil bei uns, wenn man im Ausland stirbt, bleibt die Seele im Exil. Deshalb viele Kongolese, viele Leute aus Afrika, wenn sie in Europa sterben, man versucht alles, um einfach den Körper, die Leiche, zu Hause zu schicken. Oder wenn es ist nicht möglich, man schenkt Haare oder Nagel. Und ich habe voll Angst, einfach zu sterben, weil für mich war immer die Frage, wo werde ich begraben? Schafft man meinen Körper in den Kongo zu schicken? Deshalb, ich habe voll Angst. Ich war voll deprimiert, einfach, als ich nach Europa gekommen bin. Und ich habe eine Idee, habe gesagt, ja, ich muss einfach schreiben auf einer Zettel. Ich habe auf einer kleinen Papier geschrieben, wenn ich sterbe, bitte meine Haare, damals hatte ich viele Haare, meine Haare in den Kongo zu schicken. Ja, also für mich, diese Frage war immer präsent in meinem Leben. Und dann, es hat sich gelöst, als mein Sohn geboren ist. Dann habe ich immer den Eindruck, dass ich kann mich vorstellen, einfach in Graz, in Zentralfriedhof gegraben zu sein. Ich finde es schön, ich finde auch romantisch, ein deutscher kongolesische Schriftsteller in Grazer Zentralfriedhof. Das war für mich. Und dann, ich habe einfach mit der Geburt meines Sohnes, dann habe ich immer den Eindruck, dass ja, ich kann einfach in Europa leben, weil bei uns Leben im Ausland ist wie eine Kastration, ist es wie ein Tod. Wenn ich reise in den Kongo, bin ich nicht mehr zu Hause, weil ich gehöre nicht an der Gesellschaft. Leute sind verstorben, ich war nicht da, Leute waren krank, du warst nicht da, es gab Party, es gab Hochzeit, warst du nicht Teil der Gesellschaft. Deshalb, wenn ich in den Kongo bin, man nutzt ein Wort, Gespenster, Mufu. Das bedeutet, du bist wie ein Gespenster, du bist gekommen, bist weiter, wieder mal zurück. Deshalb, es gibt eine Ambiguität, ich habe keine Heimat. Ich kann sagen, vielleicht meine Heimat ist einfach mein Bett. Und mein Exil beginnt jeden Morgen, wenn ich auf meinem Bett aufstehe. Und dann nach ein paar Jahren, also vor 2 Jahren, habe ich immer diese Illusion, als mein Sohn geboren ist, dass ich habe ein Land, dass ich lebe in Österreich, in Graz. Und dann vor 2, 3 Jahren ist mein Vater verstorben. Und dann kam plötzlich diese alte Frage, wo werde ich begraben? Weil bei uns das Land ist, wo wird man begraben? Das ist das Land. Es geht nicht um, wo kommt man, es geht, wo wirst du begraben? Dann ist immer diese Frage, jetzt ist nie immer präsent, wie es passiert, wenn ich morgen oder in Graz oder in, keine Ahnung, in Bamberg oder in München sterbe. Und ja, für mich ist es immer sehr, sehr präsent, einfach alltäglich in meinem Leben. Und ich versuche einfach die Poesie, einfach die Sprache, also einfach als vielleicht als eine provisorische Heimatstadt zu nehmen. Ich danke dir für ein afrodiasporisches Bild, über das wir viele Welten haben und dass es sehr wichtig ist, über die Welt danach nachzudenken. Und die verbindest du jetzt auch noch mit Graz und Kongo. Das ist ein Geschenk. Wir hören nicht aus deinem Buch, ich muss jetzt eine Brücke schlagen, weil Sie müssen jetzt wissen, was wir hören. Wir hören jetzt Auszüge aus deinem Lyrikband Kassala für mein Kaku. Und vielleicht könntest du, bevor du
es darlegst, darstellst, performativ uns vorträgst, kurz etwas dazu sagen, damit alle abgeholt sind. Also Kasala ist eine Gattung in der Luba-Kultur. Also was ich sage, also es wäre wichtig zu sagen, dass für uns als Afrikaner ist der Begriff Land ein kolonialer Begriff, weil es ist einfach abstrakt. Und in jedes Land in Afrika, es gibt viele Völker und jedes Volk ist einfach ein Land. Deshalb, ich komme aus Luba, Luba-Volk. Und bei uns, wir haben unsere Sprache, wir haben unsere Religion, unsere Weltvorstellung und auch und unsere auch Literatur. Und Kasala bedeutet einfach eine Gedichte. Es ist ein Lobpreis. Man kann eine Kasala über seinen Vater, über seine Mutter einfach schreiben. Man kann eine Kasala in einem Kasala eine Geschichte, eine Königreiches erzählen. Und wenn man schreibt eine Kasala, man versucht immer viele zu improvisieren. Das ist eine Kasala, einfach ein Gesang über die Mutter, die Schwester und so weiter. Dann hören wir. Also ich fange mit zwei Lyrik. Es geht zwei Gedichte. Es geht um Minen. Also ich bin in einer Bergbauregion geboren, aufgewachsen. Meine Eltern sind auch in einer anderen Bergbauregion geboren. Sie sind in den Süden in der Kolonialzeit gewandert. Gegangen, um in Minen zu arbeiten. Damals brauchte Belgier viele Männer, um in Minen zu arbeiten. Und in Minen singen Leute sehr, sehr viele. Es geht viele um den Tod, auch um die Geburt. Ich fange mit diesen zwei Gedichten. Minengesang. Wenn wir sterben, wenn wir dahin scheiden, werden unsere Mütter andere Kinder gebären. Wenn wir dahin scheiden, werden unsere Mütter andere Kinder gebären. Wenn wir dahin scheiden, werden unsere Mütter andere Kinder gebären. 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 Wenn wir dahin scheiden, werden unsere Mütter andere Kinder gebären. Werden unsere Mütter andere Kinder gebären. Werden unsere Mütter andere Kinder gebären. Schuna als wir, wenn die wiederum krepieren bei einem Erdrutsch oder an der Karies, werden unsere Mütter andere Göhren gebären. 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 Tararara, gebären. Unauflicher und durchgeknallter als wir. Wenn die auch drauf gehen, werden unsere Mütter weiter Tausende von Göhren gebären, die die Schuft
die Reihe fortsetzen. Unsere Mütter werden gebären. 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 Knirpse für die Mine. Genese, wir werden gebären. Wir werden Knirpse zeugen, überall, wo Graz wächst. Kinder so zahlreich, dass sie verdürsten werden. Als wenn nichts wäre, werden wir die Sache am Laufen halten. Tag und Nacht, Tag und Nacht, Tag und Nacht werden Knirpse entstehen, bis sie das halbe Universum mit ihrem Sirpen und Quaken erfüllen. Amnesie. Wir reden und schreiben in Sprachen, die mit Zug und Schiff angereist sind, importierte Sprachen als fertigte Produkte, den Hannen unbekannt. Julienne Moimansa, die Großmutter väterlicher Zeit, trällerte sie auf Flandrisch. Kaku, der Urgroßvater, muserte er auf Französisch, oder uns näher Chimbalanga, der zwei jüngste Onkel, der in den Diamantenminen verschwand, kaufte er seinen Stein auf Deutsch. Dabei erklärten die doch Hannen, dass der Hannengeist, Gott, die Trockenzeit erschuf, den Regen, das Dorf, die Bananen und die Menschen. Lange nach den Tieren und das letztere schallend lachten. Auf zwei Bahnen gingen und fließend redeten. Aber welche Sprache? Spanisch? Die Chiluba Stunde. Die Sonne, die Bar, der Regen, Mvula, der Mond, Mutotu, der Himmel, Julu, der Himmel, Julu, der Himmel, Julu, die Erde, Buloba, der Baum Mutschi, die Nährung Biakuja, das Dorf Musoku, das Haus Nzubu, das Wort Jiji, das Erz Moi, der Fluss Musulu, der Onkel Tatumukuni, das Leben Sombelu, das Exil Chimwani, der Zug Kaulu, die Tigemboji, die Geburt Jule Dubois, die Reise Luendu, das Lied Musumbu, der Regenbogen Mwanza Kongolo. Bewusstheit. Wenn die Erde uns noch lange boykottiert, wenn die Erde uns auf den Weg geht, wenn die Erde uns vor Pinaut verökert, wenn sie uns daran hindert, uns mit Bissab zu betrinken, wenn die Erde
uns bepisst, dann erfinden wir einen neuen Planeten. In einem Rausch aus Wahn, Gemeinheit oder sogar Verzweiflung werden wir die Dinge neuer beim Namen nennen. Ab sofort werden wir die Sonne, werden wir die Sterne durch Globirnen ersetzen und Flüsse und Regen und Typhusfieber an dem meist bietenden versteigern. Aber die deutsche Sprache. Also wenn man schon ein paar Sprachen spricht, lernen die deutsche Sprache, ist es wie Sport treiben. Ich spreche Französisch, ich merke einfach, wenn ich spreche Französisch, sage ich, je pars ainsi de suite. Aber deutsche Sprache, ich habe den Eindruck, dass mein ganzer Mund, Gesicht, Augen, Ohren sollen arbeiten. Geht nicht. Selbstbildnis. Dieser Körper, den Sie hier erblicken, dieser Körper, den Sie hier erblicken, dieser Körper von mir, dieser schlaffe Körper, dieser grausige Körper, dieser kotige Körper, dieser irrlose Körper, dieser pockenübersäte, von der Mangrove ausgekotzte, gammelige, schlammig wimmelnde, schlagsige Körper, dem Haare im Mund wachsen, genau ist mein Körper, dieser Körper, dieser Körper. Zum Schluss ein Text auf Chiluba, die Sprache meiner Großeltern. Sie sind gewandert in Süden mit ihren Sprachen, mit ihren Kulturen, mit deshalb für mich die Identität, die Frage der Identität ist sehr, sehr permanent einfach in meinem Leben, seit ich in Europa gekommen bin. Und ich erinnere mich, das erste Mal in Europa, ich war in Brüssel. Und dann war für mich für das erste Mal in meinem Leben, dass ich auch schwarz bin. Und dann habe ich meine Mutter angerufen, ich habe gesagt, du was? Sie hat gesagt, was? Ich habe gesagt, ja, ich bin schwarz. Sie hat gelacht, weil sie ist noch nicht nach Europa gekommen. Aber für sie, auch für mich, ich könnte mir nicht vorstellen in meinem Leben, dass ich schwarz bin. Weil einfach in Afrika, ich in Kongo, ich bin einfach Fiston und fertig. Und einfach dieses Gefühl von Identität, von Sprache. Und ich schreibe auf Französisch, aber Französisch bleibt gleichzeitig eine koloniale Sprache, eine Sprache, mit der meine Großeltern und Großeltern wurden kolonialisiert. Und deshalb, es gibt immer die, welche Sprache jetzt, ich rede zum Beispiel mit meinem Sohn auf Französisch,
aber nicht auf Chiluba oder Swahili, weil er französische Sprache spielt eine große Rolle im Kongo. Das heißt, wenn er Französisch gut spricht, kann er einfach mit allen Kongolesen reden. Deshalb diese Frage der Identität ist sehr, sehr präsent bei mir. Aber ich lese meine letzte Gedichte, Songgedichte auf Chiluba. Cha moena, cha moena, mamwa kanyiki. Cha moena, cha moena, mamwa kanyiki. Viji mukulu acha moena, viji mukulu achilele, viji mukulu ambende, viji mukulu ankole, kajomo na nsundu, mikombe wakalo, mamu wakanyiki. Cha moena, mamu wakanyiki. Viji mukulu ambende, 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 mamu wakanyiki. Chilele, mamu wakanyiki. Viji mukulu ambende, viji mukulu ambende. Viji mukulu ambende, viji mukulu ambende. Bevor wir in die gemeinsame Runde gehen, das waren jetzt zwei sehr konträre Formen, Sprache zu präsentieren. Sie waren sicherlich überrascht. Ich habe nicht gewusst, wie du klingst. Ich habe die Texte nur vorher gelesen. Und mir geht es jetzt um etwas, weil wenn man dem Inhalt zugehört hat, dann sind das harte Inhalte. Auch im Tanz der Teufel und in allen deinen Texten geht es um hartes Leben. Straßenkinder, Klebstoffschnüffeln, Arbeit in den Minen, die Göhren, die Knirpse, wir haben es gehört. Es geht um Armut, es geht um Frauenverachtung, um Alkoholismus. Also um wirklich starke Themen. Und wenn Sie das Buch lesen, dann klingt diese Sprache auch an, aber natürlich nicht in einer lyrischen Form, aber schon auch. Und gleichzeitig bist du ironisch, satirisch. Das Publikum lachte bei all der Schwere. Ist das deine Form der Verarbeitung? Ist das die Art, wie du das transportieren kannst? Nee, ich glaube, es ist nicht meine Art der Art, ja. Ja, Art von Verarbeitung. Es ist einfach afrikanische Art. Mhm. Das heißt, bei uns zum Beispiel, wenn bei manchen anderen Volken, wenn man stirbt, man lacht, man soll lachen, einfach um zu sagen, ja, er ist verstorben, aber das Leben geht weiter. Also als Kongolese, man ist einfach nicht gewohnt mit dem Gewalt, aber man lebt mit dem Gewalt permanent seit Kolonialzeit und vor allem diese Kolonialzeit und dann 20 und 30 Jahre von Diktatur von Mobutu. Und es gibt so viele Gewalt und man braucht diesen Humor, man braucht einfach diese Ironie, um über die Gewalt einfacher zu reden. Und weil man soll die Sprache einfach beherrschen und eine neue Sprache finden, um über die Gewalt zu erzählen. Und deshalb für mich nutze ich die Sprache einfach über meine Geschichte, Familiengeschichte zu bearbeiten. Und ich erinnere mich, war zum Beispiel die Geschichte der Kolonialismus ein Tabu bei meinen Eltern, bei meinen Großeltern. Alle von diesen alle Themen sprechen wir nicht zu Hause mit meiner Mutter. Wir reden über Fußball, wir reden über Essen, über Bier, aber wir reden nicht. Ja, und deshalb für mich, seit ich bin in Europa, für mich ist klar, dass ich soll vielleicht für mich selbst einfach mit dieser Geschichte weitergehen, weil es sonst einfach, es soll erzählen. Deshalb für mich als Schriftsteller, ich bin nicht nur Schriftsteller, ich bin auch einfach
der Historiker, weil ich versuche, diese Geschichte zu erzählen. Oft die Geschichte des Afrikas ist in einer europäischen Perspektive erzählen. Und das ist für mich, entweder erzählen, falsch erzählen oder nicht erzählen. Und ich versuche einfach, meine eigene Version der Geschichte meines Landes, meiner Familie zu erzählen. Danke. Und jetzt haben wir die Brücke. Haben Sie es gemerkt? Der Humor, die Sprache der Gewalt. Ich habe dich gerade angeguckt, Nino. Lasst uns in die gemeinsame Runde gehen. Aufarbeiten von der Erfahrung der Eltern, des Herkunftslandes, dessen, was einen prägt. Du hast gesagt, wir brauchen eine andere Sprache, um diese Dinge, die nicht erzählten Geschichten, zu erzählen. Was kannst du damit anfangen, Nino, wenn du das hörst? Du hast auch reagiert auf Fiston. Was kommt dir in den Sinn? Zumal du vorhin die Unterhaltung in der Küche erzählt hast mit den lachenden Frauen. Es gibt, glaube ich, sehr viele verschiedene Wege und ich weiß gar nicht, ja, wo fängt man an und wie findet man die eigene Stimme? Das ist, glaube ich, einfach so die ewige Suche und die große Frage immer wieder, oder ich stelle sie mir immer wieder. Ich finde zum Beispiel, dass auch, also was oft mein Problem ist, und das, da werden auch Parallelen, wird es auch Parallelen geben, weil dieses Ganze, also was ist Afrika, was ist Osten, ja, das ist auch immer so ein sehr schwieriges Unterfangen, weil ich ganz oft zum Beispiel merke, ich habe halt diesen Georgien-Label irgendwie und bin dann aber öfters natürlich auch irgendwie stellvertretend für diverse andere Ostblockländer, was halt total absurd ist. Ich war im Zuge von der Lesetour von diesem Buch auch permanent damit beschäftigt, irgendwie die Ukraine zu erklären, oder Russland. Ja, natürlich gibt es Parallelen, natürlich teilen wir sehr, sehr viele Parallelen aus der Geschichte, wir teilen ähnliche Erfahrungen vielleicht, auch gerade so zwischen der Ukraine und Georgien, mit dem großen pochenden, blutigen Problem Russland. Nichtsdestotrotz ist das wahnsinnig schwierig und ich fand es auch unethisch, dann teilweise irgendwie die stellvertretend für die Leute zu sprechen, die gerade wirklich in einer Lebensgefahr sind, ja. Und das ist oft auch immer so eine Frage mit Differenzierung, wie positioniere ich mich, auch wie weit, und ich habe darauf auch nicht so fertige Antworten. Es sind vielmehr, sage ich mal, Prozesse und Überlegungen, mit denen ich mich halt permanent auch konfrontiert sehe. Ich finde das auch sehr, sehr schwierig, zum Beispiel schon allein auch nur die georgische Perspektive zu repräsentieren. Also dieses Repräsentieren von etwas, wie kann ich bitte ein Land repräsentieren? Wie kann ich, und auch wenn ich zum Beispiel Bücher schreibe oder geschrieben habe, die sich viel mit Geschichte befassen, es ist ja trotzdem, ich bin keine Historikerin, es ist dennoch Fiktion, es ist dennoch meine Interpretation, es ist eine Auslegung. Und das ist immer so ein Spagat, finde ich, so wie erzähle ich was und vor allem, wie bin ich glaubhaft einerseits, andererseits, wie bewahre ich mir dieses Recht, auch dieses Subjektive zu haben, weil ohne das kann ich gar keine Autorin sein. Ich bin ja eben keine Wissenschaftlerin. Dafür bin ich irgendwie die Falsche. Gleichzeitig ist aber auch, finde ich, zum Beispiel ja das Tolle an der Literatur oder eben an der Fiktion, dass ich anhand von erfundenen Menschen teilweise viel, viel mehr Empathie erwecken kann und sehr, sehr viel mehr Brücken schlagen kann, als wenn man Statistiken liest, ja, so und so, also wenn man jetzt über Kriege liest oder Gewalt, so und so viele Menschen sind gestorben, das und das ist passiert mit der und der Katastrophe. Das ist so grausig teilweise oder zu groß oder zu abstrakt, um das zu greifen, ja, also das sind irgendwie bleiben Zahlen. Wenn ich aber halt, weiß ich nicht, wochenlang oder vielleicht sogar monatelang in einem Buch versunken bin und mich dann mit den Figuren befasse, die mich an die Hand nehmen, im wörtlichen Sinne und irgendwo hinführen, dann ist das natürlich, dann macht es mehr mit mir, etc., etc. Also ich kann dazu gar nicht so ein Statement abgeben, sondern ich merke, das sind halt wahnsinnig viele Fragen und Prozesse und immer wieder auch große Herausforderungen, die ich empfinde das als solches, wo ich mich immer frage, okay, wo bin ich jetzt d'accord, wo muss ich mich halt davon
abgrenzen. Das habe ich irgendwann zum Beispiel im Zuge dieser ganzen, was ich meinte mit der Lesetour und der Ukraine, irgendwann auch gemacht, weil zu Beginn war ich, fand ich mich in dieser Erklärungsposition, okay, ich erkläre jetzt Russland, und irgendwann merkte ich, das ist auch irgendwie schwierig und falsch. Also ich kann gar nicht diese Verantwortung jetzt übernehmen und irgendwie wie so Vorträge halten, oder das ist, ich bin da ja auch nicht die Prädestinierte für, plus es ist eben dennoch subjektiv und etc. etc. Es sind halt sehr komplexe Themen, die da irgendwie mit die das Ganze so ergeben. Und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr verschiedene Herangehensweisen und sehr verschiedene Umgänge damit gibt. Ob jetzt mit Ironie oder mit Augenzwinkern oder eben mit, indem man halt wirklich so eine Form von Aufklärung betreibt, etc. etc. Das Einzige, und was mir halt immer persönlich sehr wichtig ist, merke ich, dass ich differenziere und dass ich halt Leute irgendwie immer darauf aufmerksam mache, weil ich tue es ja in Bezug vielleicht auf andere Kulturen genauso. Und dieses alles in einen Topf werfen, das führt oft zu nichts Guten und letztlich verstärkt das eben noch mehr diese ganzen Klischees und fordert so eine Art Unwissen, weil es gibt, also was ist dieser Osten, um dabei zu bleiben, ja, das sind irgendwie 16 Länder. Ich greife das... Ich greife das auf so einer übergeordneten Ebene, weil deine Reaktion darauf war sozusagen, du hattest dich als Historiker und Schriftsteller verortet, du hast dich davon etwas sozusagen abgegrenzt, hast gesagt, ich habe das recherchiert, das ist Geschichte, die ich schreibe, aber ich habe die Fiktion, ich habe die Freiheit, es so zu setzen, wie ich es setze, und gleichzeitig habt ihr beide schon diese Selbstverortung in einem größeren Diskurs. Was macht man aus euch? Also wo man ist man quasi gezwungen, ich bin der Afrikaner, du bist die Osteuropäerin, Afrika hat 54 Länder. Es ist schon interessant, und du hast sozusagen dir die Schweiz als einen Ort ausgesucht, Second Generation haben wir schon besprochen, aber auch du bist ja gerahmt in dieser Frage von Verortung. Wer bist du, wenn du auf Reisen gehst? Was ist du? Was ist deine Position in diesem Sinne von, eigentlich arbeitest du was auf, was versäumt wurde? Ich habe tatsächlich mit diesem Buch auf eine Art versucht, mich zu entorten. Das hat der Vermarktung dieses Buches nicht wirklich gut getan, glaube ich. Keine Migrantenliteratur? Ja, es ist kein Label. Eine Entortung, ein Nichtort ist kein Label. Du kannst, die Kinder beschreiben an einer Stelle, wir verlaufen an unserem inneren Rand. Diese Kinder haben zum Beispiel kein Gefühl dafür, wie sie mit ihrem Körper irgendwo hingehören sollen. Und dieser Ort konstituiert dann ihren Körper. Es ist eigentlich eine Topografie von sich überlappenden, überschneidenden Rändern. Und ich glaube, so würde ich auch mein Sein verstehen wollen. Gleichzeitig ist es einfach so, dass dieser Text, weil er ja mit Entortung vielleicht oder Nichtortung arbeitet, immer wieder abgeglichen wird mit meiner Biografie. Und ich selbst tue es auch. Ich habe zu Beginn ja Ihnen allen erzählt, woher meine Eltern kommen und so weiter und so fort. Also selbst ich unbewusst mache es, um mir selbst zu vergewissern, was jetzt diese Richtung ist, aus der dieser Text zum Beispiel entstanden ist, oder ich spreche mit euch beiden hier auf der Bühne. Und ich glaube, diese Art von Differenziertheit, wenn es um Verortung geht, ist wichtig. Und ich glaube, dass tatsächlich Texte in aller Form, in allen Formen und allen Arten dazu beitragen können, das aufzufächern und es zu präsentieren auf eine Art, die kreativ ist im Grunde genommen und dadurch Spaß machen kann. Für mich hat Spaß und Kreativität aber nicht so viel nur mit Ironie und Witz zu tun. Es hat viel mehr mit Arrangement und Form zu tun. Und ich glaube, dass ich deshalb oft vielleicht manchmal Texte nicht lustig finde, die andere Leute lustig finden, weil ich in jedem Text eigentlich schon auch eine Art von vielleicht Metareflexion und dadurch Ironie oder Kritik mitlese, die ich einfach reinlese a priori und davon ausgehe, dass die Autorin, der Autor das mitgemeint hat. Und nicht nur die Schwere erzählt, weil nur die Schwere zu erzählen, wäre vielleicht unaushaltbar.
auf diesen Aspekt, die Schwere zu erzählen, würde ich doch schon noch gerne noch mal eingehen. Wir hatten ja am Anfang, und so wird ja auch die Veranstaltung angekündigt, mit Thomas Brach Gedicht. Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Das entstammt 1977. Er musste aus politischen Gründen die DDR verlassen. Ein dauerhaftes Bleiben war nicht möglich. Sein Hab und Gut dort lassen, Aufbruch, anders erzählen. Dieses mit dem Schmerz umgehen, jetzt hast du gesagt, du bist eher der Reflektierende, wir haben hier doch eher die Ironie und wir haben bei dir eine Art historisches Werk. Also ich wollte den beiden jetzt nicht Reflexion absprechen. Also. Nee, das war auch ohne Wertung. Das war ohne Wertung und auch aus dem einfachen Grund, weil ihr ja Formen findet. Und wenn ich jetzt bei Nino bin, dann ist es trotzdem ein historisches Werk, ohne dass es sozusagen, dass du dich selbst als Historikerin verstehst. Inwiefern würdet ihr denn sagen, ist euer Art zu schreiben oder eine Form auch des Aufbruchs zu finden in einer Erzählung einer Migrationsgesellschaft, ich mache es hier die ganze Zeit so ein bisschen ironisch, die irgendwie das anders erzählen will. Weil ihr sitzt auch hier und ihr habt eine Kritik in allen den Dingen, die ihr sagt. Inwiefern sind das auch eure Texte, die sich daran spiegeln lassen? Oder tun sie das vielleicht gar nicht? Wie würdet ihr das sehen? Das ist jetzt offen, wer gerne möchte. Ihr kennt die Texte nicht. Ich habe sie mir angelesen und habe für mich das so festgestellt, dass ihr mit, und jetzt sitzt ihr hier, seid sehr kritische Stimmen und habt eure Bücher. Vielleicht ist diese Frage zu Meta. Ich versuche es nochmal anders. Genau. Meta. Du hast vorhin gesagt, du verhandelst Identitätsfragen, die sind für dich das Hauptthema. Wir haben sehr komplexe Zustände in Deutschland, aber auch in Österreich, in der Schweiz. Inwiefern sind deine Texte, eure Texte ein Widerspruch dagegen, ein Aufbruch, einen anderen Diskurs anzustoßen vielleicht auch? Also ich glaube einfach, es ist nicht nur ein Thema als Schriftsteller. Ich glaube, schwarz zu sein in Europa oder schwarz zu sein nicht in Afrika, auch schwarz zu sein in Amerika oder überall, man ist als schwarze Person, man ist nicht erwartet. Ich bin durch Europa, ich war in vielen Ländern. Wenn du bist schwarz, du bist nicht in Afrika, in Schwarzafrika, bist du schon nicht an deinem richtigen Platz. Weil auf dieser Bühne oder generell? Mit deinem Text? Generell, als nicht als Schriftsteller. Einfach als schwarze Person, man ist nicht erwartet irgendwo außerdem in Afrika. Das ist einfach Erfahrung von schwarzen Personen, black zu sein. Das ist eine Geschichte von schwarzen Menschen. Deshalb, und deshalb, es ist nicht nur verbunden mit, zum Beispiel, also es ist einfach verbunden mit viele Stereotypen, Klischees und so weiter. Deshalb, für mich in meinem Buch, ich versuche nicht unbedingt darüber zu, wenn ich schreibe ein neues Buch, ich versuche nicht darüber einfach zu erklären, zu sagen, warum. Es ist meine Bücher sind nicht manifest. Wenn ich schreibe, habe ich mal in meinem Kopf meine Mutter ist so einfach meine erste Leserin. Was alles schreibe, ich schreibe von meiner Mutter. Deshalb, ich bin nicht wirklich im Sinne von ich versuche alles zu erklären, einfach schreiben von mir Literatur, wie Rafa gesagt, es ist einfach auch eine Frage der Ästhetik, der Kreativität und so weiter. Aber ich wollte noch was noch zum Schluss, aber ich glaube einfacher, also es ist für mich ist einfach wichtig, als schwarze Person, als Afrikaner zu sprechen mit dieser Subjektivität, dass das bis 1960 Afrika wurde immer in einer europäischen Perspektive erzählt. Man hat alles genannt, diese Bibliothek Kolonial nach Mutimbe. Und das heißt, es gibt viele Bücher, auch historische Bücher oder aus Ethnologie, viele, viele Bücher über Afrikaner, Afrikanerinnen und afrikanische Menschen. Und es gibt eine Kontinuität über diese koloniale Geschichte, mit was wir erleben jetzt. Zum Beispiel, es gibt eine Kontinuität oder eine Verbindung zwischen Rassismus mit Kolonialisierung, was Rassismus ernährt sich von all diese Vergangenheit. Deshalb für mich als Schriftsteller aus Afrika, ich fühle mich also
es ist nicht, ich bin nicht spezifisch, aber gleichzeitig für mich, ich bin ein Pfarrer, wichtig für mich ist immer, wichtig für mich ist immer, wie gehe ich mit all dieser Realität, mit dieser Realität von Blut, von Gewalt. Deshalb manchmal sage ich, ich gehöre ein Pfarrer an der Gruppe 47, weil die Frage ist nicht nur Ästhetik, was kann die Literatur? Kongo heute ist wie Deutschland und Österreich nach dem Krieg alles kaputt. Deshalb, in welcher Sprache soll man diese Geschichte erzählen? Was ist meine Responsabilität als Kongolese? Und um einfach manche Sachen klar zu sagen und so weiter. Das ist einfach meine Perspektive als schwarze Person, als Kongolese, weil ich habe diese Möglichkeiten und ich nutze das einfach, um die Geschichte einfach mit meiner Subjektivität als Kongolese, als Afrikaner, als Kongolese, als Luba einfach zu erzählen. Okay, ich verstehe also, dein Aufbrechen ist eine Form, du stellst eine Verbindung her, weil Menschen im deutschsprachigen Kontext es leichter fällt, ihre eigene Welt, also mit dem Vergleich nach dem Zweiten Weltkrieg und Kongo zu verbinden. Man stelle sich das vor und du machst die Reise dorthin und sagst, und dort ist es auch. Und es gibt Verbindungen zwischen hier und dort. Und ich erzähle euch meine Identität immer mit, weil ihr mich nicht in diesem Raum seht, weil ihr das anders seht, weil ich vielleicht auch meinen Anspruch in diesem Raum hier erstmal beweisen muss. So verstehe ich das gerade. Also Identität ist was Metaphysisches, was also sehr intellektuell für mich. Also ich glaube einfach die Frage von ich als Muntu, als Person, wie gehe ich mit der Welt, wie gehe ich mit meinen Nachbarn oder mit meiner Nachbarin, mit der Gesellschaft. Ich versuche nicht, mich zu differenzieren, aber versuche ich einfach aus meiner Perspektive die Geschichte zu erzählen. Was ich schreibe zum Beispiel, ich erzähle immer als Kongolese, als jemand aus einem Minenkind, aus einer Minenstadt, aber auch aus meiner Perspektive von jemand, der wohnt, lebt in Graz. Deshalb ich brauche diese Distanz, um die Geschichte zu erzählen. Ich will Teil dieser Geschichte zu sein. Für mich ist es eine Responsabilität, darüber zu sprechen. Weil wenn schau, was erzählt man in Medien über Afrika? Es geht um Krieg, es geht um das. Man versucht auch ein anderes Bild über die Literatur. Das kann nur die Literatur. Es macht es wahrscheinlich auch einfacher, aus Graz über Kongo zu erzählen, als im Kongo selbst. Wenn ich es jetzt auf euch übertrage, ihr habt einen anderen Kontext. Also nochmal auch die Frage aus einer Identitätspositionierung, eines Aufbrechen eines Diskurses. Du möchtest als die georgische, du möchtest nicht als georgische Schriftstellerin gelabelt werden und für alle Georgierinnen zu sprechen. Was möchtet ihr nicht und was möchtet ihr sein in eurer Verortung mit euren Texten, die ja einen Diskurs verändern sollen, die Geschichte erweitern sollen? Das ist das Ziel, so lese ich zumindest eure Texte. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Nina, aber bei mir ist es so, dass ich mir wünschen würde, auf eine Art, und vielleicht war das ein Versuch mit diesem Buch, dass keine Kurzschlüsse gezogen werden über mich zum Beispiel. Es ist schon passiert, dass dann über das Fremdsein in der Schweiz gesprochen wird mit mir nach Lesungen zum Beispiel. Man ist aus dem Kanton Zürich in den Kanton Basel umgesiedelt und das war sehr schwer. Und das ist ja wahrscheinlich wie in ihrer Eltern auch aus Indien und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist, ich war ja auch mal in Indien. Und es gibt diese zwei Richtungen. Und beide Richtungen sind, weißt du, ich habe mich noch nie so wenig indisch gefühlt wie in den letzten 5, 6 Jahren. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Land zu tun habe. Mittlerweile sage ich und muss ich leider sagen, dass meine Eltern aus einer christlichen Minderheit in Indien kommen, aufgrund der rechtsorientierten Hindutva faschistischen Regierung, die an der Macht ist, an der Macht bleiben wird, ziemlich sicher, die im Grunde genommen ein neues Bild von Indien entwirft, ein ethnisch-nationales, rassistisches Bild. Und zu diesem Indien gehören meine Eltern nicht, theoretisch. Und das ist eine neue Erfahrung für mich, weil ich bis jetzt diese Erfahrung nicht gemacht habe. Das heißt, ich bin eigentlich in meinem Umwälzungsprozess,
innerlich, den ich noch gar nicht beschreiben kann, den ich in diesem Buch auch nicht beschrieben habe. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass dieses Buch Menschen oder Bücher im Allgemeinen vielleicht sogar Menschen nicht zu Kurzschlüssen verleiten, sondern vielleicht eher zum Stillwerden oder vielleicht zum Fragen. Darum auch entordnen. Ja, ich habe auch ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu. Also es ist sehr schwierig. Zum einen ist man halt permanent aufgefordert, sich mit dieser Identität zu beschäftigen. Und irgendwann würde man sich wünschen, dass man es halt, dass man nicht permanent in diesem Kontext sich angucken muss und immer dieses, was bist du jetzt? Bist du deutsch? Bist du georgisch? Bist du das? Du sprichst nicht in der Muttersprache. Warum sprichst du nicht in der Muttersprache? Das werde ich aber dort genauso gefragt wie hier. Ich habe das in jedem Interview gelesen, das ich von dir gelesen habe. Warum schreibst du auf Deutsch? Ja, warum schreibst du auf Deutsch? Genau. Oder was bist du jetzt? Wo gehörst du hin? Und dadurch ist man halt permanent, also es wird nie normal. Ob ich, also in meinem Alltag spielt das ja gar keine Rolle. Ich rede ja nicht mit meinen Freunden, meiner Familie, mit meinen Kindern, rede ich ja nicht permanent irgendwie darüber, wer ich bin und welcher Kultur wir uns angehören, also wir angehören. Dadurch, dass man aber von außen immer permanent in diesen Kontext irgendwie gepusht wird, ist das so. Ich habe zum Beispiel, das ist so ähnlich wie mit den Frauen. Ich habe, als ich anfing zu veröffentlichen, das wurde immer in jeder Rezension so betont und zu Beginn fand ich, dass es sei ein Kompliment. Ich würde immer über starke Frauen schreiben. Starke Frauen, starke Frauen, starke Frauen. Dann dachte ich so, ja, irgendwie toll. Bis ich irgendwann anfing, darüber nachzudenken, was es denn bitte bedeutet. Und dass es überhaupt kein Kompliment ist, sondern dass es auch ein Armutszeugnis ist über unsere, also den Zustand der gegenwärtigen Gesellschaft. Dass wir im 21. Jahrhundert das immer noch als was total Besonderes finden, dass man über Frauen schreibt, auch noch als Frau. Und das ist auch noch irgendwie impliziert, dass ich was ganz Besonderes tue, weil ja Frauen per se alle schwach sind und ich mache hier was ganz Tolles. Und so ist das halt irgendwie mit dieser Identität auch. Indem es permanent irgendwie Thema bleibt, bekommt es nie irgendwie eine Form von Selbstverständlichkeit oder Normalität. Andererseits, und das meine ich mit Ambivalenz, ist das ja auch so, dass ich, wir müssen ja darüber irgendwie reden, damit es sich normalisiert. Und in dieser Diskrepanz bin ich immer hin und her gerissen zwischen was ist jetzt gut und was ist richtig. In Bezug auf die Bücher ist das aber so, ich habe ganz viele Texte, die sich überhaupt nicht mit Georgien beschäftigen. Trotzdem bin ich aber immer in diesem Kontext, natürlich, ich bin halt die Frau für Georgien. Und das ist halt manchmal irgendwie auch fast schon so eine Last. Andererseits bin ich aber auch da, kommt die nächste Ambivalenz, bin ich natürlich sehr dankbar und froh, dass ich über ein Land sprechen kann, das meistens unsichtbar oder stumm bleibt oder im Schatten von. Und ich möchte das auch gern. Aber ich möchte das halt nicht permanent und nicht in Bezug auf jedes Buch und in jeden Satz, den ich schreibe. Gleichzeitig Nächste Ambivalenz ist, ich habe zum Beispiel das Buch davor, Die Katze und der General, handelt von Krieg in Tschetschenien. Ich habe mich mit Tschetschenien beschäftigt und so weiter. Und die ganze deutsche, irgendwie weiß ich nicht, also die, fast jede Rezension war empört darüber, was ich denn in Tschetschenien zu suchen hätte. Ich solle ja doch schön irgendwie über Georgien schreiben. Und dann auch der nächste sozusagen rassistisch-misogene Zug, dass ich ja irgendwie keine Ahnung von Tschetschenien hätte. Und ich meine, ich musste für das achte Leben viel, viel mehr recherchieren, weil nur weil Stalin aus Georgien kam, heißt das nicht, dass ich mich mit irgendwie 1930er bis irgendwie 60er Jahren der Sowjetunion, da war ich noch nicht mal geboren. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung. Und Tschetschenienkrieg, das passierte in meinem Nachbarland permanent. Wir hatten irgendwie Flüchtlinge aus diesem Land, das war noch zu meiner Zeit und während meiner Kindheit. Das heißt, ich habe damit viel, viel mehr zu tun, so gesehen. Das heißt, das ist auch eine total absurde Annahme. Ich würde per se etwas besser wissen und verstehen, weil ich aus diesem Land komme oder irgendwie dort geboren bin. Aber dieses Differenzieren wird dann halt nicht mehr weitergemacht. Und. Also, wie du merkst, es ist eine Kette an, also das ist einerseits ja, gut, super, richtig und dann lande ich aber ganz schnell beim nächsten Aber. Dann, aha, okay, das ist überwunden, dann kommt das nächste Aber. Das heißt, man ist permanent irgendwie in so einem, also mir geht's so. Ich bin immer wie am Anecken, weil
einerseits möchte ich das und das ist toll und ich rede sehr gerne über Georgien oder von mir aus auch irgendwie den sogenannten Ostblock. Zumindest teile ich mein Wissen oder die Erfahrungen, die ich habe, um zu einem besseren Verständnis oder einer Form von Erweiterung beizutragen. Gleichzeitig bin ich aber als Person immer irgendwie da verhaftet und kriege irgendwie, also werde immer irgendwie eingeengt in diesen Rollen oder Labels, die man mir irgendwie aufdrückt. Und ich habe da auch keine Lösung oder ich habe da keine, ich weiß nicht, was gut oder schlecht ist, weil klar, was ich auch vorhin meinte, reden muss man oder sich irgendwie damit beschäftigen. Also es ist ein komplexes, langes, schwieriges Thema. Danke dir. Aber genau das ist es, was wir tun. Wir reden darüber und wir tun das vor einer Kulisse, die heißt Textland. Und um zu einem Abschluss zu kommen, erinnere ich an das erste Textland, bei dem ich, weil wir auch hier in der Evangelischen Akademie waren, da wart ihr jetzt nicht, und da ging es um die Frage von neuer deutscher Literatur. Was ist neue deutsche Literatur? Und wir haben ähnliche Fragen verhandelt, sozusagen in diesem kritischen Moment einfach darüber zu reden, wie werden AutorInnen mit Hintergrundgeschichte XYZ geframed von einem Feuilleton XYZ. Also alles das ist eine Geschichte, die sich fortschreibt, aber immer mehr AutorInnen kommen dazu, kritischere Stimme, der Diskurs verändert sich. Aber ja, wir müssen reden, weil die Migrationsgesellschaft komplex ist, wie wir heute auch hoffentlich alle wahrgenommen haben. In ihrer Multiperspektive, gestern wurde der Begriff ja auch viel diskutiert und einem erinnern, dass nicht alles erinnert und bestimmte Geschichten nicht erinnert und das uns jetzt auch auf die Füße fällt. Und auch mit diesem auf die Füße fallen möchte ich gerne enden, nämlich mit der Frage von Verbundenheit. Also wir haben ja die Überschrift bei diesem Panel, kann man an einem Ort bleiben? Es gibt viele Menschen, gerade auch in Deutschland, also nicht nur in der Welt, die nicht bleiben können, sondern auch in Deutschland, die sich die Frage stellen, ob sie noch in Deutschland bleiben können, wie lange sie noch bleiben können. Und ob sie noch gewollt sein werden in einer Zukunft. Und ihr habt eure Texte geschrieben mit dieser kritischen Auseinandersetzung, die wir jetzt eben gehört haben. Wie bleibt ihr verbunden? Wollt ihr verbunden bleiben mit diesem Ort? Was seht ihr? Ein Gedanke. Ihr dürft ihn frei sinnieren. Weil ihr habt alle entschieden, Graz könnte ein Ort sein, du bist die Weltenwanderin, du kennst keinen anderen Ort, Indien kannst du dir nicht vorstellen. Aber was bedeutet das? Vielleicht auch in einer Auseinandersetzung mit dem Ort, an dem man nun jetzt einmal ist. Es tut mir so leid, ich überfordere heute Leute. Vielleicht sind es so alles so Gedanken, mit denen ich mich so viel beschäftige gerade. Aber vielleicht habt ihr was. Also für mich ist es so, dass ich bin viel im Kongo. Das heißt, ich reise immer, ich lebe in Graz. Aber Graz ist für mich wie meine Heimatstadt Lubumbashi. Das heißt, ich bin viel im Kongo. Deshalb für mich, ich glaube, ich kann mir vorstellen, in Graz gegraben zu sein, auch in Lubumbashi. Aber ich bin in Graz und ich bin, ja. Also, du hast die Optionen offen. Ich höre das. Sehr gut. Das ist schön. Mhm. Also, ich lebe ja in Berlin und ich könnte mir vorstellen, in Berlin begraben zu werden. Ich wollte gar keinen Beerdigungstalk jetzt machen, aber okay, ja. Gut. Aber Berlin ist ja nicht Deutschland, also von dem her bin ich da nicht in Deutschland begraben. Berlin ist nicht Deutschland, okay. Ja, ja, wir nehmen alles. Also ich bin mehr fürs Konzept Einäscherung. um bei so heiteren Themen zu bleiben. Aber Fakt ist, ja, also ich bin schon hier auch sehr zu Hause. Und ich glaube, an dem Tag, an dem mir die Frage nicht mehr gestellt wird, warum ich so gut Deutsch spreche, werde ich ein großes Fest veranstalten und alle einladen. Und also was ich definitiv bin, was ich definitiv auch sein werde, egal auch wenn ich dann wieder in Tbilisi leben sollte oder meine Rente sonst wo irgendwie, meinen Lebensabend sonst wo verbringen sollte, aber was ich definitiv verbunden, also wo ich mich auch zu Hause fühle und auch adoptiert fühle, das ist die Sprache und das ist definitiv die deutsche Sprache, die mich so viel problemloser und
unhinterfragter irgendwie aufgenommen hat, als es jede Ausländerbehörde tat. Genau, daher ja, dem bleibe ich auf jeden Fall verbunden. Ich danke euch. Und damit haben wir einen Ort gefunden, an dem ihr euch verbunden fühlt. Die deutsche Sprache oder die Sprache und das Schreiben. Und wir haben alle am Ende gelacht. Und das ist auch etwas, weil die Frage, die ich gestellt habe, war eine unangenehme. In diesem Sinne, haben Sie einen schönen Abend noch. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es weiter. Ich danke euch herzlich. Applaus